Servus Leute, zurück zum Final Fantasy VII Remake. Nachdem wir jetzt die Hauptstory durchgespielt haben und dort aus Midgar rausgekommen sind, geht es jetzt zum Nebenschauplatz, nämlich zur Intermission. Intermission ist eine Nebenstory bzw. ein DLC mit extra Story, der auch nicht Kanon ist, weil Yuffie, die da der Hauptcharakter in dieser Nebenmission ist oder Nebenszenario ist, die traf man im Originalspiel eigentlich erst ein bisschen später. Aber, tja, jetzt fängt halt Yuffies Geschichte schon hier an. Yuffie ist prinzipiell ein kleines ein Mädchen aus Wutai. Wir haben ja im Hauptspiel schon von Wutai gehört. Angeblich soll ja Krieg zwischen Wutai und, keine Ahnung, was die andere Fraktion ist, Shinra, existieren. Ja. Es gab zumindest wirklich einen Krieg vor einiger Zeit und da hat Wutai verloren, soweit ich mich erinnere. Und es ist gebeutelt. Yuffie ist eine Opportunistin bzw. eine Kämpferin für ihr Land und denkt sich, sie macht sich auf den Weg und ja, klaut die mächtigsten Materia, um Wutai wieder zu alter Stärke zurückzuführen. Ob's Wutai überhaupt will, ist die andere Frage. Aber schauen wir mal, was Yuffie in Midgar macht. Dementsprechend, wie der neue Charakter im Mittelpunkt steht. Yuffie, ja! Yeah. Intermission beginnen. Let's go, neues Spiel. Ich bin sehr gespannt. Dann. Muss ich das damals auch schon Standard? Einfach klassisch. Belassen wir dabei. Um es einfach angenehm zu halten. Ich bin sehr gespannt, was Yuffie sozusagen hier erleben wird. Leute, ich bin endlich in Midgar. Wie man sehen kann, sie ist eine freche Göre, die was drauf hat. Mich kriegt nichts klein. Ich bin Yuffie, Agentin der Übergangsregierung von Wutai und talentierte Materiajägerin. Ich soll die ultimative Materia rauben, um Shinras Pläne zu durchkreuzen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um heute hier bei euch zu sein. Freunde von Avalanche, auf gute Zusammenarbeit. Zeigen wir es ihnen. Freunde von Avalanche. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn bitte alle? Ein Mogri. Ein Mogri. Hä? Folge dem Mogri. Verstehe ich das richtig? Interessant. Das soll irgendein Test sein, oder? Ihr traut euch ja was. Okay, sehr gut. Jetzt wissen wir wenigstens, was ihr Ziel ist. Yuffie hat Vita, sehr gut. Gegenstände, super Tranker, super Drinks. Sie nutzt ein Shuriken. Hat kein Teil dieser Art. Sie hat Stehlen, sehr gut. Analyse, sehr gut. Okanagashi. Okay, das hatten wir auch schon mal. Habe ich aber noch nie so. Okay, die hat einige Skills. Oh,
Oh, sie hat deutlich mehr zur Verfügung. Ich weiß nicht, also das Spiel gibt mir vor, dass ich die habe. Weiß aber nicht, ob ich sie brauche. Deswegen setzen wir mal anderes Zeug an. Was haben wir denn so? Magische Verkettung. Ein Angriff. Den der Anführer zu fangen. Okay. Ja, eigentlich will ich bloß Gewitter zusätzlich hinzusetzen. Dann lassen wir doch mal die zwei. Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind. Ich habe sie nie so wirklich genutzt, deswegen. Ist wahrscheinlich für ihren Kampfstil geeignet. Waffenmodifikation, gibt es hier schon welche? Ja, es gibt schon welche. Sehr gut. Legen wir doch mit unserem Wissen gleich los. Meisterdieb. Das hört sich... Rauben! Rauben ist eine super Fähigkeit. Rauben ist tatsächlich... Also wenn es... Überfall hieß es, glaube ich, im Originalspiel. Da wurde stehlen, wenn es abgegradet wurde, zu rauben. Was... Nee, stehlen wurde zu Überfall prinzipiell und hat sozusagen Angriff und Rauben oder Stehlen kombiniert immer. Jeder Angriff oder normaler Angriff und Stehlen zusammen. FP, physische Attacke, magische Attacke, TP Maximum. Okay, machen wir mal erstmal Damage. Ich weiß gar nicht, ob sie ein Caster ist oder wahrscheinlich ist sie eher ein Angreifer. Shuriken, sehr gut. Tjuffy. Okay, sie kann kicken. Oder dancen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und sie muss jetzt anscheinend erstmal sich beweisen. Freunde von Avalanche. Es hieß ja die ganze Zeit, Wutai und Avalanche arbeiten zusammen, scheinbar. Scheinbar ist da was, ein bisschen was zumindest, wahr. Ein bisschen wahr. Den Nah- als auch den Distanzgang. Drücke den Gegner mit dem Schulkern an. Halte die Taste gedrückt, um weiter an. Abstand zwischen dir und den Gegner zu bringen. Indem du Angriffe blockst, kurz bevor sie dich treffen, kannst du großen Schaden vermeiden. Ja, das habe ich nie gemacht. Ha? Keine Großstadt ohne Reiten, was? Dann zeig mal, was ihr könnt. Zack! Hab ich dich! Okay. Zack! Okay, so ist es gemeint. Kannst du dich auf was gefasst machen? Yeah. Ah ja. Sehr gut. Auch sie kennt den Jingle. So, Yuffies Stärken. Drücke, um Yuffies Schurken auf einen Gegner zu werfen. Wenn sie die Waffe nicht in der Hand einen Ninjutsu-Angriff auslösen. Kann Yuffie mit einem Ninjutsu bestimmten Zeit automatisch zurück. Okay. Komm mir nicht in die Quere! Zieh Leine! Okay, man soll also ziemlich häufig da was machen. Ninjutsu-Angriffe sind auch ziemlich geil. So, wo ist der nächste Mogri? Okay. Sie hat Ninjutsu-Zauberangriffe, die keine Materie sind, Gegenstände zerstören. Weit entfernte Shinra-Fracht gehen. Okay, weit entfernte kann sie zerstören. Soweit geht aber nicht, okay. Interessant, deswegen sollte man erst das Hauptspiel spielen, weil sie hat schon ein besonderes Moveset. Beziehungsweise ist ein bisschen komplizierter, aber auch cooler zu spielen. So, rüber. Hier rüber. War das notwendig? Jetzt kommt Yuffie. Ratten! Geht mir aus dem Weg. Hab ich dich. Das ist ein Kinderspiel. Okay. Jetzt ist Schluss. Das ist meine Chance. Zieh Leine. Diese Ninjutsu-Angriffe sind angenehm.
Man muss immer erst den Shuriken zu einem hin und dann kann man mit Magie draufhauen. Sehr cool. Okay. Da oben sehe ich schon was. Meine Ninjutsu-Kräfte tingeln. Nimm das! Nicht nur Kisten, da ist auch eine Materia. Nur wie komme ich dorthin? Merken wir uns. Bevor wir dieses Gebiet verlassen, muss ich da hoch. Oh, hallo, wer bist denn du? Nanu? Jemand von Avalanche? Hein Mogri. Alles in Ordnung? Hallo? Ein Typ, der... Reunion. Ja, so kenne ich eher diese Typen. Reunion, das labern sie immer. Das haben sie schon im Original immer gelabert. Die wollten sich alle zusammenführen. Ich muss den Lift runterholen, damit ich weiter kann. Mit einem gezielten Wurf deines Shurikens kannst du nicht nur Shinra, sondern auch Schalter betätigen. Nimm das! So macht man das. Das läuft ja wie geschmiert. So ein Shuriken ist ziemlich versibel. Man kann viel damit anstellen. Nur kämpfen. Tatsächlich, ursprünglich war sie eine Fernkämpferin mit ihrem Shuriken. Jetzt ist sie eher eine Nahkämpferin, aber wahrscheinlich... Na gut, dann wollen wir doch mal. Geschieht dir recht, hab ich dich. So kann man auch ziemlich schnell jetzt zu den Gegnern hinkommen. Shuriken hin und wenn ich dann normal angreife oder nochmal den Shuriken nutze, dann jumpt sie schnell zu ihrem Shuriken hin. Da drüben ist der gute Stuff. Okay. Ah, da. So, da drüben. Ich will da rüber, genau. Daraus muss ich. Ich will aber erst darüber, weil das die gute Materia. Wobei, ob sie gut ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Sie ist zu finden. Ah, sie könnte HP ab sein. HP ab wäre nützlich, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, was ihre Story hier eigentlich ist. Was ihr... Ja... Was man hier eigentlich macht, außer zu Avalanche zu laufen. Und welche Gimmicks es gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Gimmicks geben wird. So Sachen, wo ich vielleicht die anderen... Jawohl, TP-Boost. Das passt einfach ziemlich gut gerade. TP-Boost. Tatsächlich... Ausweichen... Ich wäre ja kaum ab. Also, da ich kaum ab wäre, dann lieber ein TP-Boost. Wenn, dann bin ich ja eher am Ausweichen. Auch wenn es nichts bringt. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihre Story ist in dieser Intermission. Was? Ja, doch, das kennen wir schon. Ist das alles runtergekommen hier? Ich dachte immer, Midgar wäre so eine strahlend schöne Großstadt. Bin fast enttäuscht. Die Stadt fällt noch auseinander, bevor Wutai einmarschieren kann. Hat Wutai das vor? Ein Kraftreif. Ah, sie hat nämlich noch kein Accessoire. Das passt. Dann kriegt sie doch gleich hier einen Kraftreif. Physische Attacken extra. Nimm das! Der Shuriken ist auf jeden Fall praktisch, das kann ich sagen.
Sachen einfach so mal reichen, so just for fun. Das hat schon was. Und generell, ihr Kampfstil ist dadurch auch ziemlich flexibel. Erinnert mich, teilweise können wir wie Tifa kämpfen, und teilweise wie Barret und teilweise wie Cloud. Also irgendwie eine Mischung aus allem. Gefällt mir. Aber einziges Problem ist, mit ihr muss man sich häufiger umschauen, weil hier könnten überall Sachen sein, die ich mit dem Shuriken angreifen kann. Also es wird häufiger vorkommen, dass ich mich einfach umschaue. Oh, da ist schon wieder so ein Reunion, der aber von Gegnern angegriffen wird, wie es aussieht. Und die Kameraführung will auch, dass ich das sehe. Und die Musik will, dass ich... dass ich die... das Problem erkenne. Ich muss ihm helfen. Ja. Aber die Kameraführung... Moment, apropos Kameraführung. Welche Taste war nochmal? Da. Die Map hat mir nicht gefallen. So. Hier ist nichts. Damit sollte es gehen. Komm runter. Tja, da müssen wir noch ein Stückchen höher, um es zu erreichen. Bisschen dramatische Melodie. Nimm das! Geschafft! So, jetzt gibt's Saures! Als wäre er in Gefahr. Der will doch bloß zur Reunion Party. Klone. Wir retten dich! Huia! Yeah, super, Yuffie ist schon so schnell! Nein! Los. Nimm das! Fluch! Das ist meine Chance! Sehr schön! Hey, alter Mann, oder? Nicht mal ein Danke? Was ist mit dem los? Oh, hier geht es. Oh, Moment. In die Richtung muss ich eventuell sogar? Da auch nicht. Hier komme ich auch entlang. Was ist mit dir? Sag was. Reunion. Was ist hier hinten? Hier hinten ist auf jeden Fall Bonus-Area. Das kann ich sehen. Bonus-Area bedeutet Loot. Ich spüre es. Yuffies Diebeskräfte tingeln. Hier muss was versteckt sein. Etwas, was man nur erhält, wenn man die extra Mühen hier aufnimmt, darauf zu gehen. Hier kann ich dann diese Stange runterrutschen? Um schnell nach unten zu kommen. Oh, eine Materie. Ich wusste doch. Luft. Ja, und ich kann die Stange runterrutschen. Ja. Sehr gut. Luft. Ja, ich brauche mehr Slots. Yuffie, deine Waffe gibt nicht genügend Slots her für so viel Zauber. Ich frage mich, wie groß dieser DLC ist. Also wie viel Content der bereit... da vorne ist ein bisschen Loot. Bisschen Money, das kann nicht verkehrt sein, würde ich mal behaupten. Hier ist nichts. Hier geht's raus. Hier ist sonst nichts. Ja, wir gehen immer weiter in die Richtung, aber wozu? Was bringt es? Zu welchem Zeitpunkt sind wir auch hier? Das wäre auch interessant. Also chronologisch, wo sind wir gerade in der Story? Oh, da oben sind noch Kisten. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Reunion-Heinis. Genova? Genova? Mhm. Genova. Alles klar, wissen wir Bescheid. Alles klar! Los!
Du bist auch seltsam, Yuffie. Aber tatsächlich, die verhalten sich realistischer als im Originalspiel vom Remake. Weil eben echt ein Originalspiel Final Fantasy VII von damals, da waren sie so auch so Jünger, die einfach nur gesucht haben. Nach Genova oder Sephiroth oder nach Reunion. Ah, dieses Gebiet kennen wir doch, oder? Nimm das! Ist das nicht das eine Trainingsgebiet? Die Rostpfade, genau. Hier waren wir schon mal. Hm? Hab mich wohl langsam an den Gestank hier gewöhnt. So fängt es an. Und ehe man sich's versieht, hat einen die Stadt in ihren dreckigen Griffeln. Aber nicht mit mir! Ist es dunkel? Oh. Ich sollte aufhören, mit mir selbst zu reden. MP-Boost, auch sehr nett. So, da kommen wir auf jeden Fall dorthin, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Dementsprechend gehe ich auch mal hier entlang. Vielleicht gibt es da noch mehr. Materie, also hier liegt Juicy Materie rum. Die lag damals nicht rum. Moment, wo geht's hier entlang? Komm ich nicht von da? Moment. Hier sind doch keine Gegner. Was ist hier los? Warum ist auf den Rostpfaden nichts los? Ah, okay. Das sind wir jetzt zumindest im Kreis gelaufen. Sehr gut. Hier ist aber wenig los. Und dann kommen wir in die Slums von Sektor 7. Aber zu welchem Zeitpunkt? War der Alleskönner schon da? Hier haben wir auf jeden Fall so ein schönes Schild. Die Tür ist nicht offen, also war er noch nicht da. Oder haben sie die Tür wieder zugemacht? Das kann auch sein. Tja, dann gehen wir mal hier durch. Was? Sag mal, wo kommst du denn her? Bist du auf Ungeheuer gestoßen? Ein bisschen, ja. Aber da sind mehr komische Leute draußen. Okay, es ist auf jeden Fall vor dem Absturz der Platte, das kann ich schon mal sagen. Wenn Wutai in die Sache verwickelt ist, bedeutet das nichts Gutes. Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon im Marco-Reaktor 1 verwendet wurde. Wie toll, wie toll, wie toll, wie toll! Und das war also Avalanche? Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Aber das kann ich besser. Yuffie? Hey! Hä? Da ist ein Mogri! Du bist von Ever. Ich bin GJ. Folge mir. Oh, warte auf mich! Ja, schau mal her. Sag mal, wieso hast du mich eigentlich nicht abgeholt? Dachte, die Leute aus Doppel-W wären super ausgebildete Krieger. Das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wo ihr euch versteckt. Und was meinst du bitte mit Doppel-W? Das ist ein Codename. Für Leute wie dich und deinen Partner. Ob echt? Stimmt, dass oben auch hätte aber nicht gedacht, dass man uns ein Kind schickt. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Aber ein niedliches Kind. Ha! Und darüber soll ich mich jetzt freuen, oder was? Oh, schaut mal, wer da vorne ist. Was soll ich da noch sagen? Ich verstehe es nicht. Die Klasse kannst du halten. Zurück sein. Da sind wir. Los, rein mit dir. Sie tauchen bestimmt bald auf. Festgenommen scheint man sie jedenfalls nicht zu haben. Und sobald sie zurück sind, schmeißen wir eine Siegesfeier, oder? Chronologisch ist es gerade nach dem zweiten Reaktor. Wer sagt, dass du was abkriegst? Wieso kann ich sie nicht warnen? kurz nach dem zweiten Reaktor-Kill. Das bedeutet, wir sind auch kurz davor, dass Tifa zum Walmart aufbricht und dann prinzipiell hier auch die Platte runterfällt. So in etwa. Warum müssen wir hier rein? Da stand doch gerade Avalanche. So in etwa. Avalanche-Versteck. Oha. Oh, hier wäre was zum Hinsetzen. Brauchen wir zwar nicht, aber hey, warum nicht? Die macht sich's gemütlich.
Ah, Yuffie. Mit ihr... Oder Yuffie? Ich muss mal zuhören, wie sie betonen. Auf jeden Fall, sie hat eine coole Story. Beziehungsweise, das wird noch ganz witzig, wenn wir mit ihr nach Wutai zurückkommen. Freue ich mich schon drauf. Oh, darauf freue ich mich auch. Was ist denn das Feines? Jetzt schon eine neue Waffe, okay. Ja, komm, geh weg. Dann kann ich ins Menü. Jetzt schon eine neue Waffe, da sage ich nicht nein. Und Bumerang jetzt stattdessen. Okay, okay, okay. Magische Attacke ist dadurch höher, aber er hat auch einen Slot mehr. Was natürlich Gold wert ist. Besonders, eventuell haben wir bei ihm eine Waffenmodifikation möglich, wo noch ein Slot dazu kommt. Nein. Meisterdieb weiterhin? Das machen wir nicht. Schaden von Angriffen Plane erhöhen. Das hört sich nicht schlecht an. Okay, immerhin ein Slot mehr. Mhm. Sag ich nicht nein. Ich könnte... Oh, Zerstörung ist gemaxt. Tod. Zustandsresistenz. Warum ist Zerstörung gemaxt? Ja, wir nehmen es mal. Ich habe es zwar nie wirklich eingesetzt, aber gut. Kann es sein, dass das die Hauptgruppe ist von Avalanche und nicht die Splittergruppe? Billy Bob und Polk. Das ist Nayo. Ich bin Yuffie, Agentin der Übergangsregierung von Wutai. Untalentierte Materiajägerin. Ich soll die ultimative Materia rauben, um Shinras Pläne zu durchkreuzen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um heute hier bei euch zu sein. Freunde von Avalanche, auf gute Zusammenarbeit. Zeigen wir es ihnen. Du hast ja Energie. Darauf kannst du Gift nehmen. Hey, wo ist denn eigentlich Sonon? Ist er schon hier? Ja, seit 3 Tagen. Er ist gerade noch unterwegs. Es scheint ihm hier wirklich zu gefallen. Wie bitte? Wo ist denn dein Gepäck? Bin ohne gekommen. Eine Ninja mit schwerem Gepäck. Stellt euch das vor. Oh. Hier, probiert mal. Wutais berühmte Dachau-Bohnen. Ja, nimm bitte. Ein bisschen hart. Müssen gekocht werden. Sag mal, kann man die echt essen? Wow, nicht schlecht. Ihr Ninja seid echt unheimlich. Yuffie, warte du hier auf Sonon. Bin kurz unterwegs. Muss nämlich noch die ID-Karten für euch abholen. Warte, dann komm ich mit. Lass mal lieber. Du riechst nämlich nach Ärger. Sonon. Wer ist denn Sonon? Frage ich mich jetzt. Billy Bob. Polk. Das sind Namen, die sagen mir alle nichts. Du kommst wohl nicht zur Ruhe. Ich will mehr über die Mission wissen. Zum Beispiel, wie ich nach oben kommen soll. Naja, eigentlich kommt man ohne Probleme mit der Bahn nach oben, wenn man eine ID hat. Aber wegen der Reaktorexplosion wurde der Alarmzustand ausgerufen. Überall patrouillieren Gardisten. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, bis sich der Staub ein bisschen gelegt hat. Warten? Das ist ja Folter! Du solltest Shinra nicht unterschätzen. Oh, klar. Billy Bob kann dir noch genauer erklären, wo sich das Shinra-Gebäude befindet. Verstehe. Okay. Mein armer Zahn. Sag mal, die ultimative Materia befindet sich im Shinra-Gebäude, oder? Wo ist das denn eigentlich? Nichts wissen macht auch nichts, was?
Wie bitte? Sorry, war nicht böse gemeint. Weißt du bestimmt, aber über den Slums hat man eine gigantische Stadt errichtet. Das Shinra-Gebäude steht dort in all seiner Pracht genau im Zentrum. Ah, ich glaube, das habe ich gesehen, als ich angekommen bin. Nayo weiß alles über das Shinra-Gebäude. Am besten redest du mal mit ihr. Will sie mich zu jedem weiterschicken? Die Reise war doch sicher anstrengend. Warum ruhst du dich nicht ein wenig aus? Haben wir schon gemacht. In so einer lauten Stadt? Unmöglich. Sag mir lieber, wo genau im Shinra-Gebäude diese ultimative Materie ist. Jetzt lass mich nicht zappeln. Um ehrlich zu sein, kennen wir den genauen Ort im Gebäude leider nicht. Aber wir wissen, dass Materia für den Shinra-Konzern eine Art Waffe ist. Wir glauben also, dass sie in die Verantwortung der Abteilung für Waffenentwicklung im Untergeschoss fällt. Aha, verstehe. Die ultimative Materia befindet sich im Untergeschoss des Shinra-Gebäudes. Warte auf mich, meine liebe kleine Materia. Sei bitte vorsichtig, Yuffie. Versprochen? Okay. Waffenentwicklung, das ist Scarlets Gebiet. Die haben wir ja kaum im Hauptspiel kennengelernt. Die war bloß kurz mal... Was soll ich jetzt machen? Rede ich nochmal mit dem? Ist dir langweilig? Wie wär's mit einer Runde vor Condor? Oh. Vor Condor? Was soll das sein? Bei euch kennt man das noch nicht? Ist ein neues Spiel und echt beliebt bei den Leuten hier. Was? Na klar kenne ich das. Unterschätz mich nicht. Los, spielen wir eine Runde. Vor Condor. Dann erkläre ich nur zur Sicherheit nochmal die Regeln. Starter-Set. Das war ein klassisches Minigame damals im Spiel. Ein Handbuch, okay. Das war ziemlich cool. Man musste sozusagen, man musste angreifen, oder? Oder war man Verteidiger? Eins von beiden. Man musste sozusagen einen Turm oder eine Burg oder ein Gebäude sozusagen erobern über einen Hang. Und konnte, ich glaube, man musste ja verteidigen. Genau, konnte Sachen spawnen. Der Gegner kam mit Wellen, immer mehr Gegnern, musste halt verteidigen. Und wenn die Gegner durchgekommen sind zum Vor, dann musste man selbst kämpfen. Das gab es im Originalspiel als Minispiel bei Vor Condor. Das käme eigentlich erst nach Midgar, der Ort. Und prinzipiell, das war eigentlich ein cooles Minispiel. Fand ich. Das ist ein Brettspiel, in dem du Einheiten und Materie verwendest, um das Hauptquartier deines Gegners zu zerstören. Bevor du spielst, solltest du deine Aufstellung festlegen. Okay. Wähle das Brett, auf dem du spielen willst. Deine Wahl hat Auswirkungen auf die Materie, die dir zur Verfügung stehen und auf die Ladegeschwindigkeit der ATB lassen. Entscheide zudem, welche Einheit nur einsetzen will. Auf das Brett und die Einheiten des Gegners gegebenenfalls deine Strategie anzupassen. Auf der rechten Seite des Bildschirms siehst du die Informationen zum Brett und zu den Einheiten deines Gegners. Sie hat eine Schwäche, die es vorteilhaft ausnutzen kann. Auszunutzen gilt. Genau, Steinschere-Papier-System meistens war's. Hier, Gardist wird wahrscheinlich gut sein gegen gegen Grenadier. Grenadier gegen Sturmgardist und Sturmgardist gegen Gardist, sowas in der Art. Genauso bei den anderen Sachen. Wachhund, MG-Drohne und Granatwerfer. Okay. Okay. Polk hat weniger ATB. Wir haben beide Stützpunkte. Okay, Hauptquartiere. Okay. Gardist, Grenadier, Sturmgardist. Der hat... hat nicht hundertprozentig dieselben Einheiten. Ich habe Granatwerfer während der... Ich habe Wachhund während der Luftkommandant hat. Die haben auch... Die haben da Kügelchen. Also Turm... Schuhe und fliegend oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, der Wachhund kann verteidigen. Der Gardist kann vorrücken. Und MG-Drohne kann fliegen. Beziehungsweise fliegende Einheiten. Nee, fliegende. Doch, der Gardist kann fliegende Einheiten bekämpfen, sowas in der Art. Ach, und die haben ja neben dem Namen links noch was. Gardist sind Fuß. MG-Drohne fliegt. Ach, das könnte auch bedeuten, was sie angreifen können. Der Wachhund greift zum Beispiel bloß... Ach, und ich sehe da... Habe ich hier eine Maus? Nein. Ich sehe links mittig
auf meiner Seite sozusagen das Schild schlägt. Schwert schlägt. Genau, wie ich es mir gedacht habe. Schwertschild schlägt Bogen. Bogen schlägt Schild. Okay. Okay. Ja, beginnen wir. Ich habe keine Ahnung. Also, ich kenne das Spielprinzip aus dem Original, aber ich weiß nicht, was ich machen muss. Das ist Clash Royale, oder wie? So. Zum Beginn des Spiels hast du sowohl das Gegner als 3 Basen. 2 Stützpunkte im Hauptquartier. Denn es geht und stellt sicher, dass du nach. Das ist doch Clash Royale, oder? Was wir hier spielen. Denn das Gegner so stellt sicher, dass du nach Ablauf der Zeit mehr Basen als der Gegner übrig hast. Das ist Clash Royale. Kannst du eine bestimmte Menge. Hast du nicht genügend. Das ist 1, 2 ist Clash Royale. Hier kommt ein Verteidiger. Ich möchte Einheiten platzieren. Genau, mit dem Cursor irgendwo hin und dann. Das ist so einer, da will ich eine MG-Drohne machen. Kommandos sind eigentlich gegen die Schützen. Ja, das kennen wir an der Front. Ich kann nicht vorrücken. Ist egal, unwichtig. Die MG-Drohne. Okay, jetzt stehen dir Materie zur Verfügung, kannst du mit Magie angreifen. Stehen mir Materie zur Verfügung? Ich sehe gerade nichts. Drücke Arm, drücke LB um einen Cursor. LB. Feuer kann ich einsetzen. Ich möchte einen. Ja, ich möchte einen Granatwerfer machen. Ein Grenadier. Eine MG-Drohne. Oh, die Grenze hat sich verschoben. Das war auch üblich, tatsächlich. Ein Wachhund. Okay, wir zerstören gerade die gegnerischen Sachen. Ja gut, wir überrennen jetzt doch den Gegner. Der Gegner hat jetzt gar nichts mehr zu sagen. Hier haben wir eine volle Truppe. Wir haben einen Tower down. Die Türme halten ja gar nichts aus. So, zerstört das Hauptquartier. Das war ein easy Kampf. Ja, ich glaube, so einfach wird es nicht auf Dauer. Sieg. Wir kriegen neue Karten sozusagen oder neue. Ja, ich glaube, wir können unser Deck bearbeiten. Du bist echt gut, Yuffie. Dabei habe ich dir die Regeln gerade erst beigebracht. Echt? Vielleicht bist du auch einfach nur ein schwacher Gegner. In den Slums gibt es viele starke Spieler. Warum forderst du nicht ein paar von ihnen heraus? Für sowas habe ich aber keine Zeit. Echt nicht? Ich habe gehört, dass der Sieger ein Preisgeld und eine Materia erhalten soll. Dann müssen wir es. Eine Materia? Oh ja. Genau. Die richtig starken Spieler lassen sich aber erst auf eine Partie ein, wenn du dich beweisen konntest. Die Materia gehört so gut wie mir. Tja, dann befürchte ich, werden wir in Zukunft ganz nur Spieler Stufe 1 herausfordern. Auf dem Weg zum Champion. Dann befürchte ich, sind wir jetzt auf dem Weg, wirklich Champion zu werden im Fort Condor. Ganz ehrlich, das macht Bock. Gut, Clash Royale ist ein super erfolgreiches Spiel. Klar, dass so ein Minispiel hier drin auch Bock macht. Gut, dann würde ich sagen, aber beim nächsten Mal machen wir hier weiter und dann werden wir Champion oder machen hier weiter. Wahrscheinlich beides. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.